Hallo, Ralf hier von Living to Go und heute mit einer super interessanten App, nämlich der Bib und Go App. Die gibt es ab sofort in deutscher Sprache und die hat ein Feature, was vielleicht für viele von euch echt interessant ist. Bib und Go ist ja eine Software, um elektronisch die Maut zu begleichen. Ihr bekommt, wenn ihr euch da auf der Webseite anmeldet, ich habe da ja schon mal einen Bericht gemacht, von langer, langer Zeit schon, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ne, da zeige ich, wie ihr euch einloggt und so weiter, aber eigentlich ist das total simpel. Ihr gebt euren Namen ein, eure Kontoverbindung und wählt den Tarif aus, gibt zwei Tarife und dann zahlt ihr, glaube ich, 10 oder 12 Euro für die sogenannte Box, die ihr euch dann von innen an die Windschutzscheibe klebt. Dann könnt ihr immer durch diese Mautstraßen fahren, dann geht die Schranke automatisch auf und macht halt kurz Piep. Und schon seid ihr durch und schon findet eine Abbuchung auf eurem Konto statt. Übrigens wird mich immer wieder viele fragen, ja, ihr könnt das Plissy problemlos hochmachen oder schließen. Die Bibbox stört da nicht. Also der Abstand zwischen Scheibe und ja, Plissy-Führung ist groß genug, dass die Bibbox oder eine andere Mautbox da gut reinpasst. Bib & Go hatte immer schon eine App für Android und für iOS, die so ein paar Features hatte. Natürlich kann man sich mit dieser App mit seinem Konto verbinden, das ist ganz klar. Und dann hat man einen sehr schönen Überblick, was man gerade also schon verbraucht hat, ne, an Mautgebühren oder an Kosten produziert hat, wie immer ihr möchtet. Bib & Go ist aber auch noch anderweitig interessant, wenn auch nicht für uns Camper. Also in Frankreich, Spanien, Italien und so weiter wird das sehr viel genutzt, solche Boxen auch, um zu parken und andere Dienstleistungen zu bezahlen. Ganz automatisch. Ich fände es wunderbar, wenn man damit auch Stellplätze bezahlen könnte. Na, man würde einfach auf den Stellplatz fahren, da werden halt 10 Euro abgebucht, ohne vieles Theater und fertig aus. Aber die Bibbox hat eins, was ich euch eigentlich zeigen will. Die hat nämlich einen Button, der heißt Meine Route planen. Und das ist ziemlich interessant. Zunächst mal geht ihr in die Einstellungen, ne, klickt hier oben auf das Fahrzeug und dann könnt ihr auswählen, was für ein Auto ihr habt. Also ein PKW, ein Wohnwagen, Wohnmobil oder Motorrad. Und dann sagt da unten noch, was für ein Kraftstoff ihr tankt. In dem Fall ja wahrscheinlich Diesel. Ja, und wenn ihr das hinterlegt habt, könnt ihr hier auf meine Route planen gehen und könnt sagen, hier mein Standort und sagen wir mal Paris, nur um was zu sagen. Und dann errechnet er sofort, die Entfernung von hier aus nach Paris ist 500 Kilometer, die Fahrzeit ist ungefähr 6 Stunden, also 5 Stunden 51 und die Kosten sind 137,95 Euro. So, und die Details, wenn er dann auf Details klickt, dann sagt er dir, Kraftstoffverbrauch, also Kraftstoffkosten sind jetzt in dem Fall rund 116 Euro und die Mautgebühren 22 Euro. Das ist doch schon mal klasse. Ne? Der nimmt natürlich einen Durchschnitt Dieselpreis. Jetzt werden wieder einige sagen, mein Gott, ich tanke aber billiger und dies und jenes und so weiter. Ganz klar, wenn er auch mal eine Mautstation auslässt, weil er ein Stück Landstraße fährt, kann das natürlich auch nicht stimmen, aber darum geht es ja nicht. Es geht halt darum, mal zu beurteilen, wie teuer alles ist, ne? Oder wenn man seine Reise plant und so weiter. Wir können das mal anders machen. Wir sagen mal neue Route und dann sagen wir mal einen Standort und dann sagen wir mal Valencia. Valencia, da haben wir schon. So, jetzt rechnet er einen Augenblick und da sagt er 1726 Kilometer. Da brauche ich fast 19 Stunden hin und die Kosten sind 519 Euro. Und jetzt klicken wir mal auf die Details und da sieht man fast 400 Euro Sprit und 127,50 Euro Mautgebühren. Das ist doch klasse. Also das finde ich richtig gut. Da gibt es ja auch von ADAC diese App, hatte ich auch mal vorgestellt. Ich weiß aber gar nicht, ob die noch funktioniert, also mit der Mautberechnung. Die tut das hier sehr gut. Allerdings nicht für alle Länder in Europa. Ich habe jetzt nicht alles ausprobiert, aber das ist natürlich ein französischer Hersteller oder ein französischer Anbieter, der in vielen Ländern vertreten ist.
aber auf jeden Fall in Frankreich, natürlich in Spanien, in Portugal. Und dafür ist das gar nicht schlecht. Ich kann sagen, dass ich mit der Bitbox nach wie vor, also habe ich jetzt 3 Jahre im Einsatz, nach wie vor sehr zufrieden bin. Die App, die es ja jetzt, wie gesagt, in Deutsch gibt, unterstützt das Ganze noch ein bisschen, macht das noch ein bisschen komfortabler und man hat halt diesen Mehrwert dieser Kostenberechnung, vor allen Dingen Mautberechnung, übrigens ganz kostenlos. Ihr könnt also die App einsetzen, ohne Bip und Go Kunde zu sein. Ist für den einen oder anderen vielleicht von euch interessant. Ich wünsche euch wie immer einen schrottfreien Flug. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.